Du brauchst eine neue Motorradjacke und heutzutage können die Dinger so viel und du weißt gar nicht, was soll ich eigentlich nehmen. Kauf doch erstmal nur die Außenjacke und danach kaufst du dir noch ein bisschen Zubehör. Manucci Plus nennt sich das Ganze und das zeige ich dir jetzt. Ich zeige euch heute Manucci Plus, das modulare, sozusagen Baukasten-Jackensystem von Manucci. Und ich habe mal drei Außenjacken mitgebracht. Das ist einmal die VRJ1, die VRJ3 und die VRJ4. Wundert euch nicht über die Namensgebung, die ist halt so. VRJ steht für Vanucci Aventura Jacket, also Adventure, Abenteuer. Und was die jetzt so können, das zeige ich euch. Was modular bedeutet, da komme ich später hinzu, denn da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Damit das einfach ein bisschen leichter zu demonstrieren ist, ziehe ich die jetzt einfach mal an. Und dann gucken wir mal, was die so alles kann. Also auf den ersten Blick schon mal klar, ist das eine Tourenjacke, länger geschnitten. Das seht ihr hier auf dem Bügel wunderbar. Mensch, zufälligerweise meine Größe. Perfekt vorbereitet. Da schlüpfe ich jetzt mal rein. So. Das war's auch schon. Also Reißverschluss schließen. Das Einzige, um noch ein paar Anpassungen vorzunehmen, ist, dass es dann hier an der Seite diesen Gurt gibt, der auch stretchig ist. Also das ist ein Gummi. Und demnach kann man sich die Jacke hier, natürlich auch auf der linken Seite, hier noch ein bisschen in der Taille anpassen. So. Und jetzt sitzt die schon so, wie sie sitzen soll. An den Ärmeln gibt es auch noch ein paar Anpassungen, die ihr vornehmen könnt. Nämlich hier das gleiche Spiel mit diesem Gummi. Also so, zack. Und es gibt noch diese Druckknopf-Variante hier. Da kann man, ja, je nachdem, wie der Unterarm beschaffen ist, das Ganze ein bisschen enger und ein bisschen weiter stellen. Weil ich gerade hier bin, was ist hier drin? Hier ist natürlich ein Ellenbogenprotektor verbaut und hier ein Schulterprotektor, ne, standardmäßig. Und damit ich auch eine ganze Menge Bewegungsfreiheit in dieser Jacke habe, und die ist wirklich da, gibt es dann eben auch hier so Stretch-Materialien, die damit eingebaut sind, damit natürlich dann auch, wenn ihr logischerweise auf dem Motorrad keine Liegestütze macht oder sonstige Verrenkungen, aber eine gewisse Bequemlichkeit da ist und eine Bewegungsfreiheit für all das, was ihr da am Lenker so zu tun habt. So, es sind eine Menge Taschen dran, standardmäßig für eine Tourenjacke. Achtung, hier steht extra nochmal was drauf. Wasserdichte Tasche. Also, hier könnt ihr auch was reinpacken, was nicht nass werden darf. Und dann gibt es hier im Brustbereich für die heißen Temperaturen zwei Reißverschlüsse zu lösen. Da unten ist das Ganze mit einem Klett fixiert. Und das schlagt ihr einfach nach innen um. Und das ist für die schnelle und vor allem effiziente Belüftung hier im Brustbereich, damit natürlich dann ein bisschen Fahrtwind auch am Körper ankommt. Die Jacke, ja, ist in so einem schlichten Farbton gehalten, gibt es auch im Damenschnitt, also hier wirklich für Herren und Damen gleichermaßen zu haben. Was gibt's noch? Der Rückenprotektor ist in dieser Jacke noch nicht von Haus aus drin. Da ist natürlich eine Tasche und in dieser Tasche könnt ihr natürlich jederzeit einen Rückenprotektor dann auch entsprechend nachrüsten. Oder ihr habt zu Hause so eine Schildkröte, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Aber nochmal, Ellenbogen und Schultern sind von Haus aus schon drin. Ja, die ist wirklich sehr bequem und meine Optik ist immer so ein bisschen Geschmackssache, aber das ist so ein richtiger guter Adventure-Style. Passt wahrscheinlich am besten auf irgendeine Reisemaschine, vielleicht auch auf eine Enduro. Das könnt ihr selber entscheiden. Einfach mal bei Luis vorbeigucken und anprobieren. Auf dem Rücken, und ich drehe mich jetzt gleich mal um, gibt es auch noch Belüftungsöffnungen und die solltet ihr natürlich auch sehen. Jo, genau hier und auf der anderen Seite auch, ja. Genau. Also das heißt, wenn hier vorn geöffnet ist und hinten auch, dann habt ihr sozusagen den maximalen Durchzug und das ist bei heißen Temperaturen natürlich perfekt. Dreh dich mal nochmal um. Ich glaube, oben ist auch noch eine, oder? Ja, stimmt, hier oben ist auch noch eine. Okay, noch eine. Ja, haben wir drauf. Alles gut. Gut. Hiermit habt ihr also eine Motorradjacke, die von der Sicherheitsausstattung eben all das bietet, was ihr braucht. Rückenprotektor zum Nachrüsten. Ich wiederhole es nochmal. Von der Abriebsfestigkeit eben genau das, was eine Motorradjacke ausmacht. Also, ihr seid hiermit genauso sicher unterwegs, wie es das zum Motorradfahren braucht. Jetzt zum zweiten Modell. VAJ4. Das ist die hier links außen.
Was fällt auf? Natürlich erstmal die Farbe. Andere Farbgebung gibt es auch noch in einem anderen Farbton und gibt es definitiv auch für Damen und für Herren. Jetzt ziehe ich die mal an. Großer Unterschied. Diese Jacke hat ein ganz, ganz anderes Außenmaterial. Und das seht ihr hier schon, ist auch vom Verschluss ein kleines bisschen anders. Bei der eben Reißverschluss zu. Hier das gleiche Spiel, dann aber noch mit so einem Labyrinth, was dann eben separat zu verschließen ist. Jetzt sagte ich gerade anderes Außenmaterial. Was ist hier das Besondere? Dass das Außenmaterial von Haus aus schon sehr, sehr stretchig ist. Also das gibt sehr gut nach. Und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Art von Bequemlichkeit. Also es ist deutlich angenehmer, nochmal in dieser Jacke sich zu bewegen und dann wahrscheinlich auch unterwegs zu sein. Ja, die spüre ich deutlich weniger als die, die ich vorher anhatte. Die Verstellmöglichkeiten sind ähnlich. Also das heißt, hier am Ärmel, in dem Falle mit Klettverschluss, Unterarm, Oberarm. Stretch ist natürlich hier genauso nochmal mit eingebaut, weil auch hier sind Ellbogenprotektoren drin, Schulterprotektoren und das Ganze in Bewegung braucht natürlich immer so ein kleines bisschen Flexibilität. In der Hüfte ebenfalls, sagt man Hüfte oder Taille? Ich glaube, Taille wäre richtig. Einmal zum Nachstellen und somit könnt ihr euch diese Jacke immer individuell an euren Körper anpassen. Und das ist sehr, sehr klasse. Also Liegestütze werden hier drin wahrscheinlich wirklich möglich. Die gibt perfekt nach. Was gibt es hier noch? Belüftungen hatten wir bei den anderen gerade auch. Da zum Wegklappen, hier ein bisschen kleiner dimensioniert, macht aber nichts. Taschen. Und auch hier steht Waterproof, also auch für Inhalt, der nicht nass werden darf. Hier hast du auch noch. Genau, Belüftung gibt es hier auch nochmal im Oberarm. Wie effektiv die sind, hängt natürlich auch immer von eurer Sitzposition und vor allem auch vom Windschutz der Maschine ab. Je mehr da eine Verkleidung oder ein Windschild den Wind schon bricht, je weniger kommt bei euch an, ist auch klar. Auf dem Rücken gibt es aber auch wiederum Luftauslässe, sodass diese Luft im Endeffekt auch die verbrauchte Luft von innen auch mitnehmen kann. Die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Ja, hier wieder an der Seite, genau. So. Ja, und hier hast du noch so einen schönen Leuchtstreifen, so einen Reflektorstreifen hinten dran. Also es gibt auch immer an diesen Jacken so ein paar fluoreszierende Elemente, sodass wenn im Endeffekt ihr im Dunkeln fahrt und ein Autoscheinwerfer euch anleuchtet, ihr dann auch deutlich besser gesehen werdet. Ja? Also großes Plus dieser Jacke ist wirklich diese maximale Flexibilität. Also sehr genial. So, auch hier tourentauglicher Schnitt, wie bei der anderen auch. Jetzt kommen wir zu etwas Sportlicherem. Jetzt zur VAJ3. Und die Jacke, und das zeigen wir jetzt mal mit Hilfe eines Scheinwerfers hier, Achtung. Ist wirklich maximal luftdurchlässig. Das heißt, das hier ist die wirklich absolute Schönwetterjacke. Mega leicht, lässt sich auch super leicht verstauen, weil die einfach, ja, so weich eben auch ist. Und das ist natürlich auch extrem guter Tragekomfort. Schlüpfe ich hier mal rein. Muss mal kurz noch was nachschauen. Ich glaube, wir haben ja noch ein bisschen Werbung drin vergessen. Ja. Das heißt, eine Innentasche ist eben auch drin. Die sieht schon fast aus wie eine Trainingsjacke, so locker luftig. Die ist, also, jetzt ist es nicht so warm hier im Studio. Und das kriege ich auch direkt mit, weil es pfeift dann doch ein kleines bisschen durch. Also, das ist hier die, möchte ich fast behaupten, 28 Grad plus Jacke. Darunter wird es echt frisch. Ne? Und passt auf, was ihr drunter tragt, weil man sieht das unter Umständen auch ein kleines bisschen. Aber mega leicht. Dass ich jetzt eine Motorradjacke anhabe, spüre ich im Endeffekt nicht. Das ist fast wie ein Hoodie, also wie ein Pulli, den ich trage. Perfekt, aber es ist eine vollständig zertifizierte Motorradjacke. Und das ist wichtig. Ihr fahrt hier mit dem Sicherheitsaspekt, den ihr zum Motorradfahren braucht. Heißt auch wieder, Ellbogenprotektoren sind drin, Schulterprotektoren auch. Und das typische im Rücken könnt ihr jederzeit dann eben logischerweise einen Rückenprotektor nachrüsten. Maximal mit Mesh ausgestattet. Das ist eben genau das, wo ihr das Licht gerade durchscheinen sehen habt, wo dann auch Luft durchkommt.
auf dem Rücken, logischerweise das gleiche Spiel. Und was wiederum heißt das? Jetzt pfeift ihr maximal durch. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Dafür ziehe ich sie nochmal aus. Denn dieses Rückenelement hier kann ich einmal per Reißverschluss öffnen. Jetzt bin ich durch. Und da kommt eben dann von außen, statt wie man das vielleicht sonst kennt, von innen, kommt hier dann eben der Rückenprotektor rein, den ihr benötigt. Oder ihr habt eben separat einen. Ich habe auch schon gehört, dass einige sich dann an diese Stelle auch so das ein oder andere kleine Gepäckstück reinpacken. Das ist natürlich auch möglich und zu einem wahrscheinlich sinnvollen komme ich auch später noch. Aber das ist jetzt wirklich die maximale Luftigkeit, die es bei Jacken dieses Vanucci Plus Systems gibt. Es gibt natürlich auch noch eine passende Hose dafür und demnach seid ihr dann mit dieser Klamottenkombi einmal perfekt luftig, aber eben auch super bequem und leicht unterwegs. Also nochmal, leicht, knackig, kurz, luftig, eben nicht dieser Tourenschnitt, ein sehr sportlicher. Und das wiederum bedeutet vielleicht in dem Moment eher für so ein Nakedbike gemacht oder vielleicht auch wirklich für einen Sportler, wo er auch deutlich gebückter sitzt. Und dann hat die Jacke den Vorteil, nicht zu lang zu sein, sodass es sich vorne nicht zusammenschiebt. Ja, Touring, extrem bequemes Touring, extrem heißes Touring oder sportliches Fahren. Aufs Scheißwetter sind wir noch so überhaupt nicht eingegangen. Und das kommt jetzt. Was passiert so als erstes vielleicht? Es wird kühl. Und das passiert natürlich hier drin wahrscheinlich am schnellsten. Denn selbst im Sommer, wenn irgendwann mal die Sonne so langsam untergeht, sinken die Temperaturen. Oder ihr fahrt durch ein Waldstück mit einer ganzen Menge Schatten. Wird es auch frisch. Und da gibt es natürlich dann auch entsprechend Abhilfe. Die Freizeitjacke, die ich von Anfang an in diesem Video getragen habe. Und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, die auch ziemlich schick ist, ist mehr als eine Freizeitjacke. Und jetzt kommen wir zu Vanucci Plus und was alles hinter diesem modularen System steckt. Das hier ist meine Lieblings-Freizeitjacke. Die trage ich gern. Die ist ein bisschen wattiert abgesteppt. Das heißt, sie ist wirklich warm und zwar angenehm warm. Sie trägt aber nicht zu viel auf. Sie ist auch super bequem und stretchig. Also ich kann mich da wunderbar drin bewegen. Sie hat sogenanntes Outlast eingebaut. Also für die Raumfahrer unter euch, die kennen das. Das braucht man im Weltall, um nicht zu unterkühlen. Das ist hier auch eingebaut. Das ist eine Temperaturregulierung, die euch die Temperatur in der Jacke immer auf einem einheitlichen Niveau hält. Das bedeutet, nicht so viel schwitzen und nicht so sehr frieren. Total genial. Jetzt, ja, kauft ihr aber eine Motorradjacke und keine Freizeitjacke. Hier habt ihr beides, nämlich einmal die Freizeitjacke für abseits des Motorrads irgendwo auf Tour und gleichzeitig, und jetzt kommt's, die Thermojacke für eure Motorradjacke. Und wer gut aufgepasst hat, hat festgestellt, dass die Jacke hier am Anfang, und ich zeige nochmal drauf, in Größe 52, ohne diese Thermojacke angezogen habe. Die Thermojacke hier hat ebenfalls Größe 52. Und dann habe ich die hier in Größe 52 mit der Thermojacke angezogen. Und beide Kombinationen haben wunderbar funktioniert. Was heißt das jetzt? Wenn ihr es warm braucht, dann könnt ihr euch die Jacke hier separat nachkaufen. Als, möchte jetzt nicht sagen Innenfutter für die Motorradjacke. Das wäre ein bisschen zu, ja, zu einfach formuliert für das Teil. Das soll eure Lieblingsfreizeitjacke abseits des Motorrads, in der Freizeit und so weiter sein. Gleichzeitig ist es aber eben auch die Jacke, die ihr jederzeit unter der Vanucci Plus Motorradjacke tragen könnt, um es wärmer zu haben. Welche Systeme kennt ihr bisher? Ihr kauft eine Jacke und die hat alles schon drin. So ein Thermofutter und manchmal auch eine rausnehmbare Membrane oder eine eingebaute. Ihr habt aber unter Umständen von einem immer zu viel und zwar genau dann, wenn ihr es nicht braucht. Und gerade diese Thermofutter, weil die meisten Menschen sagen, ich fahre nur bei schönem Wetter. Wo liegen die dann? Ich weiß es nicht. Wenn man sie braucht, wo sind sie dann? Ich weiß es auch nicht. Und dann vermisst man die Dinge und sucht sie sinnlos. Und ihr habt sie im Vorfeld auch schon mitgekauft und mitbezahlt. Hier kauft ihr euch die Jacke, so wie ihr sie braucht. Vielleicht am Anfang wirklich in der Saison erstmal so. Und so bedeutet nicht warm,
und auch nicht wasserdicht. Die Wärme holt ihr euch genau über die hier. Über warm habe ich jetzt gesprochen. Was ist denn jetzt aber irgendwie so mit Wind und Regen? Also, wenn ein bisschen Wasser vom Himmel kommt. Dafür gibt es noch die hier, denn das ist die Membranenjacke. Auch separat. Also das heißt, die kauft ihr dann, wenn ihr sie braucht. Ja? Und wenn ihr wirklich die absoluten schönen Wetterfahrer seid, ja mein Gott, dann reicht euch die Jacke genauso aus. Wenn es aber vielleicht einfach mal mehr wird, wenn es Touren werden, dann ist das Ding hier absolut sinnvoll. Und was ist das jetzt? Das ist eine Membranjacke. Achtung, ein Sympatex 3-Lagen Laminat. Also das ist wirklich eine absolut hochwertige Membranenjacke. Und Laminat bedeutet, dass, und ich öffne sie wieder, ihr natürlich immer, weil ihr eine Membrane niemals separat tragen könnt. Die braucht immer ein leichtes Innenfutter. Die braucht eine Außenhaut. Und dazwischen eben genau diese wasserdichte Schicht, diese Sympatex-Membran. Und die sind hier aufeinander laminiert. Und das trotzdem bei einer maximalen Bequemlichkeit. Das Ding ist locker leicht. Und die, und das seht ihr gerade, habe ich über meiner Thermojacke an. Und das ist das gleiche Prinzip, wie ihr vielleicht bisher Motorradjacken kennengelernt habt, die herausnehmbare Systeme beinhalten. Also ganz, ganz innen drin ist die Thermojacke, dann kommt die Membran, ob rausnehmbar oder fest eingebaut. Oh ja, und die letzte Schicht ist dann besagte Motorradjacke. Das gibt es jetzt hier alles einzeln. Und keine Angst, es gibt hier keine Schläufchen, Knöpfchen, Kletz oder sonstiges, womit ihr das dann irgendwie in dieser Außenjacke befestigen müsst, weil ich glaube, das nervt maximal. Nein, übereinander anziehen, absolutes Zwiebelprinzip. Und dann, und wir reden immer noch von Größe 52, ich habe immer noch die gleichen Jacken und auch das ist dieselbe, passt der ganze Spaß eben immer noch. Und jetzt habe ich fast das Maximum an. Ich habe dann immer noch ein Feature, was die Jacke komplett ergänzt. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass die Jacken so viel Stretch-Anteil haben, dass sie so gut verstellbar sind. Weil natürlich habe ich jetzt deutlich mehr Material an und demnach muss ich hier ein kleines bisschen nachstellen, aber ich habe immer noch die absolute Bewegungsfreiheit. Liegestütze gehen auch so, ohne Scheiß. Und das ist genau das Prinzip. Ich habe jetzt drei Jacken in einer, eine warme, eine Wind- und Wasserdichte und hier außen natürlich die sichere Motorradjacke. Und genau das ist das Prinzip, was ihr vielleicht bisher am Stück gekauft habt, aber gar nicht alles gebraucht habt. Und hier kombiniert ihr euch das so, wie ihr das möchtet. Mit dem riesen Vorteil aber eben auch, dass diese, und jetzt ziehe ich mich wieder aus, das ist heute ein Hin und Her, dass diese Innenjacken, diese Membranenjacke, als auch diese Thermojacke, einen riesigen Mehrwert bieten. Denn, und das müsst ihr zugeben, das hier sieht nicht nach hässlicher Motorrad-Membranenjacke aus. So kann ich zum Beispiel auch mit dem Hund rausgehen, in den Wald Pilze suchen oder. Ich habe hier einen absoluten Mehrwert, weil diese Klamotten auch in meiner Freizeit wunderbar funktionieren. Also wenn ihr bisher zu, dürfen wir den Namen nennen, Jack Wolfskin vielleicht gegangen seid und habt euch irgendwie so eine Freizeit, Softshell und so weiter Jacke gekauft, warum extra kaufen, wenn es gleichzeitig eben auch die Ergänzung zur Motorradjacke sein kann? Und die habe ich jetzt hier einmal an. Eine Jacke habe ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen, nämlich die luftige für den Sommer, die VRJ3. Die hat nicht ganz so viel Platz drin. Also wenn ich da die Größe 52 anhabe, dann wird es ein bisschen eng, je mehr ich drunter habe. Aber die Idee dahinter ist, ich habe eine luftige Jacke für den Sommer. Was passiert irgendwann? Das habe ich vorhin schon angedeutet. Irgendwann geht die Sonne weg, irgendwann wird es ein bisschen frisch, irgendwann gibt es diese Schattenfahrt. Ich brauche weniger eine warme Jacke, weil die Temperaturen sind ja deswegen nicht gleich komplett im Minusbereich. Was ich aber brauche, ist eine Zugfreiheit. Und das ist durch die Membranenjacke natürlich wieder absolut gewährleistet. Denn die Membran, nochmal, ist nicht nur regendicht, also wasserdicht, sondern natürlich auch winddicht. Und wenn ich das Teil jetzt anhabe, dann kann ich natürlich damit auch mit dem Hund rausgehen, wenn es draußen nicht kalt ist, aber vielleicht ein bisschen eklig. Und ich habe hier einen absoluten Windschutz. Und wenn es nicht durchpfeift, dann friere ich natürlich auch nicht so. Und demnach kann ich die Sommerjacke wunderbar mit dieser Membranenjacke kombinieren. Falls es abends ein wenig frisch wird auf der Tour. Und ich rede ja noch nicht mal von Regen. Ich rede hier wirklich von Zugfreiheit. Und diese beiden passen ebenfalls wunderbar zusammen. Und meine Bewegungsfreiheit ist immer noch da. Mit der Thermojacke wird es tatsächlich ein kleines bisschen eng.
Aber wenn es funktioniert, steht auch dem natürlich überhaupt nichts im Wege. Und jetzt bin ich nochmal bei der Rückentasche, weil was kann ich da reinpacken? Bei dieser hier, falls ihr euch erinnern könnt, genau diese Membranjacke. Die lässt sich wunderbar klein zusammenfalten und wenn ich dann unterwegs bin, habe ich die einfach ständig in dieser Tasche dabei. Fertig, aus. Funktioniert sehr, sehr gut. Also, was haben wir jetzt? Wir haben Außenjacken, tourentauglich, sportlich, luftig, wie auch immer, die ihren Sinn und Zweck als Motorradschutzkleidung absolut erfüllen. Zertifiziert und mit Protektoren, Rückenprotektor zum Nachrüsten. Wenn ihr es warm braucht, gibt es die Lieblingsfreizeitjacke, die Thermojacke. Und die funktioniert tadellos und hat eine Wärmeleistung vom allerfeinsten. Und das nicht nur beim Motorradfahren. Und gekrönt wird das Ganze dann von der Membranenjacke, die ihr dann eben als zweite Schicht über die Thermojacke unter die Jacke zieht. Hier und da ist es auch möglich, ist vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, sich am Straßenrand, wenn der Wolkenbruch kommt, die Motorradjacke auszuziehen, die hier sogar oben drüber zu ziehen. Auch die ist leicht flexibel, das funktioniert. Das müsst ihr einfach mal für euch und eure Jackengröße und so weiter durchprobieren. Und es muss auch schnell passieren, es muss bequem sein und das müsst ihr einfach mal austesten. Es ist noch immer nicht vorbei, es gibt nämlich noch ein bisschen was mehr. So, und jetzt für die von euch da draußen, die wirklich bei Wind und Wetter fahren, also den Witterungen vollkommen egal ist, die also auch wirklich alle drei Schichten dieser Jacke brauchen, gibt es immer noch ein Plusprodukt dazu, nämlich diesen Sturmkragen hier. Und der lässt sich, und das zeige ich jetzt mal hier, genau an dieser Stelle bei den Tourenjacken befestigen. Also auch die Jacke hat diesen kleinen Reißverschluss da dran. Bummel ich das einmal hier rum. Zack, Reißverschluss ab. Und Kragen einmal einfädeln. Befestigen. Darauf achten, diesen Kragen gibt es in verschiedenen Größen. Da muss die Kragengröße natürlich zur Jackengröße passen. Und das wiederum bedeutet jetzt, und jetzt ziehe ich sie wieder an, sinnvollerweise in Verbindung dann auch mit der Membranenjacke, maximalen Wetterschutz und jetzt ist, und das ist euch vielleicht schon aufgefallen, der Kragen dieser Jacke hier schon mal deutlich, deutlich höher als der von dem Modell. Aber der Sturmkragen bringt jetzt einfach nochmal zusätzlichen Witterungs- und Windschutz. Also für die Fans von Hannibal Lecter da draußen, so sieht das Ganze dann aus. Und dann stellt euch vor, ihr habt hier natürlich dann auch noch den Helm drüber und dann habt ihr einfach vom Helm in die Jacke einen nahtlosen Übergang. Und das macht natürlich das Fahrgefühl schon wieder deutlich angenehmer, weil es einfach warm bleibt, ne? Und der Hals ist gut geschützt. Und ansonsten öffnen und genauso leicht, wie das Ding montiert ist, könnt ihr es natürlich auch wieder entfernen. Und auch das Teil findet immer wieder Platz in einer der Taschen, könnt ihr also immer dabei haben. Aber optional. Wer es nicht braucht, kauft es einfach nicht. Genau. Und jetzt noch, der Vollständigkeit halber, was ist denn, wenn diese Membranenjacke hier, also dieses Innenreinbauen, so gar nicht euer Ding ist, sondern wenn ihr sagt, nein, ich bin immer noch der Verfechter einer klassischen Regenjacke, die ich auch überwerfen kann, dann gibt es auch diese. Jetzt mache ich meinen Kragen wieder ab. Die Regenjacke ist auch ein 3-Lagen-Laminat, allerdings in dem Falle jetzt eben nicht so dünn, weil sie ja nicht drunter getragen werden muss, sondern tatsächlich ein bisschen dicker und ein bisschen robuster für ganz einfach nur oben drüber. Und ich gehe jetzt mal kurz ins Off und hole mir die. So schaut sie aus. In dem Fall klassisch grau und tatsächlich einfach ein ganz kleines bisschen derberes Material, ist in dem Fall eben auch überhaupt nicht so stretchig oder überhaupt nicht. Im Gegensatz zu der Membranenjacke, die wirklich auch nachgibt, ja? Weil sie halt drunter getragen wird und die hier klassisch oben drüber. Aber auch in diesem Falle ein Futterlaminat, also ein leichtes Innenfutter, dazwischen die Membran und die Außenhaut und das miteinander verklebt, laminiert, also sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und die einmal hier außen drüber. Das ist jetzt auch eine 52, passt also auch wieder. Nichtsdestotrotz bei der Regenjacke, und da es hier nicht um die Passform übereinander geht in der Jacke drin, die dürft ihr auch gerne eine Nummer größer wählen, weil
Am Ende zählt die Schnelligkeit, wenn der Regenschauer kommt, wie schnell ihr die Jacke anziehen könnt. So, jetzt bin ich also maximal warm. Jetzt habe ich eine sichere Motorradjacke auch noch an. Und oben drüber habe ich mir jetzt eben noch meine wasserdichte Jacke geschmissen. Meine wasserdichte Laminatmembran. Das ist ein Unterschied, weil das qualitativ einfach tierisch was ausmacht. Weil diese Jacke, und das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, als auch die natürlich maximal atmungsaktiv sind. Also es ist keine Plastikfolie und auch das nicht, die euch trocken hält, sondern es geht auch hier darum, dass ihr beim Fahren nicht ins Schwitzen kommt oder nicht übermäßig ins Schwitzen kommt. Und wenn ihr das tut, dass das im Endeffekt auch aus der Jacke rausdampfen kann. Deswegen auch verschiedene Belüftungsöffnungen bei den Tourenjacken. Wenn ihr da aufmacht, kann die Membran besser angeströmt werden von der Luft. Dann kann ein Luftaustausch stattfinden und die Membranen atmen dadurch auch deutlich besser. Also für euch maximaler Fahrkomfort. Und naja, die Beine haben wir jetzt komplett vergessen. Die passenden Hosen, die es für die jeweiligen Jacken gibt, da haben wir uns dieses komplette System tatsächlich gespart. Also es gibt keine Thermohose. Wenn ihr das braucht, lange Funktionswäsche anziehen. Die funktioniert sowieso perfekt und dann eben auch Thermowäsche. Wenn ihr es dann wasserdicht braucht, dann zur, in dem Falle hierzu passenden Membranenhose greifen. Und die wird schlicht und ergreifend einfach schnell oben drüber gezogen. Hier auch mit einem, und das ist immer wichtig, großen Beinabschluss, dass ihr dann auch einigermaßen mit den Tourenstiefeln hier durchkommt. Wenn das nicht gelingt, ja, dann müssen halt die Schuhe mal aus. Aber der Riesenvorteil ist, ihr müsst nicht am Straßenrand die Hose ausziehen, um eine Membranenhose irgendwie innen rein zu basteln. Das hat sich hier als deutlich praxistauglicher bewährt. Ja, also, in Summe, nochmal zusammengefasst. Der Grundbaustein sozusagen ist das, was ihr kaufen wollt, nämlich eine sichere Motorradjacke. Und die hängt da. Und wenn es dann darum geht, das Ganze noch bequemer zu machen oder auf der Fahrt natürlich auch komfortabler, wärmer, dichter, dann geht das Ganze los mit der warmen Thermojacke, die gleichzeitig eure Freizeitjacke sein kann. Und ich glaube, das haben wir vergessen, ich drehe mich jetzt ganz einfach mal. Das Ding ist wirklich optisch sehr, sehr schön anzuschauen. Und auch hier, es gibt keine Befestigungsknöpfchen oder Riemchen für die Tourenjacke. Ganz im Gegenteil, einfach nur drüber ziehen. Jetzt brauche ich es also auch noch dicht, sowohl winddicht als auch noch wasserdicht. Also schnappe ich mir die Membranenjacke. Drüber ziehen, immer noch in der gleichen Größe. Mit dem Labyrinth, und das ist immer wichtig, verschließen, damit hier dann wirklich kein Wasser reinkommt. Und fertig, das kann immer noch mein Freizeitlook sein, mit dem ich auf die Straße gehe. Und dann kommt die Motorradjacke in der gleichen Größe. Und ich erwähne es nochmal, es gibt natürlich hier dann auch die passende Hose dazu. Und es gibt diese Modelle sowohl für Herren als auch für Damen und dementsprechend natürlich auch diese Thermojacken, auch in einem Damenschnitt. Ja? So, und das wäre jetzt, wenn ich den Sturmkragen auch noch anbringe, das volle Brett. Die Regenjacke jetzt noch oben drauf, das ist Quatsch. Im Endeffekt entweder Membranenjacke drin oder Membranenjacke außen, das ist euch überlassen. Was euch wirklich das Liebste ist und was in der Praxis auch für euch am besten funktioniert. Aber hier nochmal, und ich weiß, ich wiederhole mich heute sehr oft, aber das System muss auch entsprechend erklärt werden. Ihr habt hier natürlich jetzt eine komplette tourentaugliche oder dann eben auch sommerliche Motorradkluft. Ihr habt aber auch einen maximalen Freizeitfaktor dabei. Und ihr habt eben hier nicht das Problem, dass ihr euch mit einer Motorradjacke Elemente kauft, die ihr nicht braucht. Denn ihr entscheidet, wann ihr das kauft und was ihr dann eben auch entsprechend kauft. Also nur dann, wenn ihr es wirklich braucht. Und ihr habt in der Freizeit einen absoluten Mehrwert von diesen modularen und gerade von der Membranenjacke und eben auch von der Thermojacke. Also probiert das in einer Louis-Filiale ganz einfach mal aus. Welche Farben gibt es hier noch? Was passt am besten? Was ist euer Stil im Endeffekt? Und wie funktioniert das Ganze dann mit diesen verschiedenen Bausteinen? Testet das, setzt euch mal auf euer Motorrad damit. Und hiermit habt ihr wirklich die maximale Flexibilität. Wir arbeiten natürlich weiterhin an neuen Modellen. Der Riesenvorteil ist natürlich, stell dir vor, die Jacke hast du und irgendwann ist sie dir langweilig. Sie ist nicht kaputt, sie ist einfach nur langweilig.
Du brauchst aber nicht alles neu kaufen, sondern du kaufst die Außenjacke neu, den Rest hast du ja schon. Ja? Oder im schlimmsten Falle hast du 3 Motorräder, brauchst für jedes neues Outfit. Das hier drin kaufst du nur einmal. Den Rest separat für jedes Bike. Also viele, viele Optionen, viele, viele Möglichkeiten. Schau einfach mal bei Louis rein, was wir haben und was wir in Zukunft noch weiterentwickeln werden. Und ansonsten mit dem System viel, viel Spaß und gute Fahrt.